So, wir machen weiter mit Uncharted 3, Drake's Deception. Ja, wir nähern uns langsam Stück für Stück dem Ende. Und mal schauen, ob jetzt hier noch ein paar Gegner kommen oder ob das jetzt alle waren. Sieht wie gesagt sehr babylonisch aus mit dem Löwen. Okay, das war nicht das Ende. Okay, wer hat jetzt geschossen? Vor allem, wo hat er geschossen? Wo steckt der? Da bist du. So, du schießt nicht mehr, Freundchen. Voreilig, 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 voreilig. Da ist noch einer. Sogar zwei. Wir wimmeln's ja von euch. Okay, da oben ist einer. Du Arschloch. Ganz kurz, Moment, ich muss mein Skype-Dock muten. Auf dem Handy da, das nämlich gerade. Nervt. So. Ah. Spring dich selbst. Mach's mir noch einfacher. Naja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Schön. Das behalte ich. Was haben die vor? Wollen die abtauchen oder was? Sally, hilf mir mal. Wir müssen hier durch. Wohin wollen die? Ich denke mal, ich muss zu diesen Säulen nach vorne. Ich denke mal, da wird das Wasser hochgepumpt. Obwohl Wasser da unten ist es ja. Dann sind wir hier am Ziel. Vorsicht! Sanft hochziehen! Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir trennen uns und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. Thank you.
Verdammt, wo ist er? Sully! Sully! Nein! Genau deshalb gehen wir immer leer aus. Los, wir müssen weg. Oh shit. Stürzt gleich alles ein. Okay, das war eine dumme Idee. Noch einer. Wenigstens haben sie die Lampe nicht bekommen. Sniper noch einer, das gefällt mir nicht. Ich glaube, der zieht den Riemen von den Granaten weg. Genialer Trick. Oh, ich dachte schon, du wärst ein Feind. Oh, du bist eine Sully. Gut. Wir müssen hier raus! Komm, ich brauche Hilfe!
Den Lift können wir erstmal nicht mehr benutzen. Nimm mich mal an. Marlo wird ziemlich sauer sein, da wir ihr schönes Spielzeug versenkt haben. Aber zu Recht, denn dieses Spielzeug darf nicht aktiviert werden. Sonst ist das Ende der Welt gewiss und das können wir nicht zulassen. Ich frage mich, ob da wirklich ein Genie drin gewesen wäre. Oder ob das das Gift gewesen ist. Ich glaube, das war das Gift gewesen. Tja, dann... Nehmt die Beine in die Hand, Freunde. Oh, welcher... Fucker, war das denn gerade wieder? Ach, du warst das da hinten. Oh, Mann. Das wackelt im Boden. So. Das Problem wäre beseitigt. Schön weiter nach oben. Okay, okay, okay. Okay, wer hat die geschmissen? Ach, du warst das da oben. Du hast sie da oben geschmissen. Hier kommen wir raus. Okay. Dann lass uns die Beine in die Hand nehmen. Okay, das war dann wohl das Ende von Marlow. Sally, wir müssen hier raus. Hier stürzt gerade alles ein. Naja, Nate hat's wenigstens versucht. Gut. Man kann darüber streiten, ob Nate jetzt tatsächlich manchmal zu weich ist, aber... Hallo? Was war das denn gerade? Äh,
War das gerade ein Glitch oder so? Oder was ist gerade passiert? Aber merkwürdig war das gerade doch schon etwas. Guck, wo ich jetzt rauskomme. Okay, hier. Also die anderen Uncharted-Teile waren jetzt nicht so, so ein bisschen glitchy. Soweit ich weiß, waren die Plattformen gerade verschwunden. Okay, ich würde sagen Endboss-Time. Und jetzt kriegst du endlich das, was du verdienst, du Mistkerl. Kreis, oder? Ja, Kreis. Schnell wieder rauf. Oh, schneller nicht. Ach, Mist. Hä? Ach, come on, Nate. Jetzt mach mir keine Schande und spring ordentlich. Ich hab auf Spring gedrückt.
So viel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja. Warte mal kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja, ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was gibt's? Also meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey, du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss. Ich habe viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und, tja, ich bin nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sully? Ich meine, ich mag dich. Stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lange trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wäre weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht? Das tut mir echt leid mit dem Ring. Na, ist okay. Dafür habe ich was Besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los, hier lang. Aber... Na komm schon. Vertrau mir. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das, das ihr zwei vor 4 Jahren demoliert habt, aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? 3? Mehr oder weniger. Ich glaube, das war das Flugzeug aus Uncharted 1 gewesen. In dem gerechten Sinne. Ja, und das war Uncharted 3. Ich muss sagen, ich hätte jetzt ein bisschen beim Ende noch ein bisschen mehr was am Bosskampf erwartet. Also bosstechnisch war jetzt der, ja, ich würde sagen der schwierigste und vielleicht auch beste Kampf, bossmäßig betrachtet. War jetzt für mich Uncharted 2. Der zweit einfachste, sag ich mal, war jetzt der Bosskampf vorhin, weil es war ja nicht der Bosskampf gegen Marlo, sondern der Bosskampf gegen ja ihren komischen Agenten da. Ja. Und der einfachste war natürlich Uncharted 1, weil Uncharted 1 war einfach nur ausweichen, ein paar Knöpfe drücken und das war es auch schon vom Bosskampf her.
Und halt den ganzen Geballer ausweichen, mehrmals drauf schießen und so. Ja, aber es ist schwer zu sagen, welcher Teil für mich der beste war. Alle drei Teile waren für mich absolutes Highlight. In diesem Teil fand ich sehr innovativ, dass sie halt das mit dem Reiten und so eingesetzt haben und diese neuen Fähigkeiten und dann um das Reiten. Es gab wieder ziemlich coole Kletterpassagen. Es gab actionmäßig, wurde viel geboten wegen halt den ganzen Prügelszenen, die man hatte. Mehr als Schießereien. Ich würde sogar sagen, dass der Teil in manchen Szenen sehr, sehr auf Nahkampf basiert, was ich sehr, sehr cool finde. Die Musik wieder grandios. Auch der Fakt, dass man verschiedene Orte besucht hat, wie zum Beispiel in Frankreich, das Schloss, oder jetzt in Peru. Alles eine mit, glaube ich, seiner Kindheit. Ja, bis hin zur Alkali-Wüste, wo man halt dann das Atlantis der Wüste gefunden hat. Marlo ist untergegangen, die am Schatz. Und ja, letztendlich sieht es so aus, als wenn Nate und Elena ein Pärchen wären. Und ja, man kann sagen, Nate ist für Sully schon sowas wie ein Sohn geworden mittlerweile. Das hat man auch gemerkt. Wenn ich jetzt am Ende so ein bisschen vermisst habe, war noch Chloe und Charlie ist auch dann ein bisschen untergegangen, wobei Charlie war ja verletzt gewesen und so. Ist klar, dass er dann ausfiel. Ja, apropos ausfiel, da hat sich gerade mein Controller verabschiedet, weil ich ihn beiseite geklickt habe. Aber das haben wir gleich. Ja, ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr gewünscht, dass Chloe noch ein bisschen mehr ins Rampenlicht tritt, aber es ist nicht so schlimm. Dafür kam halt Elena dann wieder. Elena war bisher ja immer Uncharted vertreten. Ich fand's so cool, wie man dachte, dass Sully, dass wir das Firma verloren hätten, aber letzten Endes war dem nicht so. Letzten Endes, war das nur Nates Illusion. Und Nate hat tatsächlich versucht, Marlo zu retten und konnte dies aber nicht. Das heißt, Nate hat schon ein ziemlich gutes Herz. Auch wenn er manchmal etwas zu weich ist. Ansonsten ist er ein cooler Kerl. Ja. Und so ein bisschen schweren Herzens muss ich sagen, damit endet für mich auch die Uncharted-Reihe vorerst. Denn der nächste Teil, beziehungsweise die nächsten Teile, denn ich habe gerade nachgesehen, ich habe nebenbei gestern nachgesehen, auf der PS4 gibt es schon zwei weitere Teile. Der eine ist, glaube ich, Thief's End und Legacy oder so. Wobei Legacy ist ein Abenteuer mit Chloe und einer Frau, die mir bisher unbekannt ist. Sollte ich jemals eine PS4 besitzen, werde ich die Uncharted 3 auf jeden Fall fortsetzen. Was ich auf Wunsch vielleicht noch machen werde, ist ein kurzes Bonusvideo mit Teil zu Krimskrams wie Zeichnung und so weiter. Aber ansonsten ist die Uncharted 3 mit diesen Credits dann geschlossen. Ja, zur Entwicklung habe ich ja bereits schon was veröffentlicht. An Bonusvideos, wo sie halt mir das Ganze gemacht haben, die Programmierung und so. Naughty Dog immer noch für mich eine Top-Firma. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf The Last of Us. Das wird nämlich mein nächstes Naughty Dog-Game. Ich habe gehört, das Spiel soll sehr gut sein. Ich habe auch nichts anderes erwartet von einer Firma wie Naughty Dog. Es gab wieder Gefechtsfelder, die waren
Ziemlich knackig. Und vor allem stelle ich mir manche Gefechtsfelder auch schwer. Ultra schwer vor. Und ich glaube, Blutaru, der diesmal nicht dabei war, hat dieses Spiel, glaube ich, mal doof schwer gespielt. Er meint, glaube ich, mal, es sei der schwerste. Und wenn ich mir das auch schwer so bedenke, dann glaube ich ihm das sogar. Denn es war zwar nur normal, aber selbst auf normal hatte ich teils schon ziemlich zu kämpfen mit einigen Passagen. Aber es ist trotzdem schaffbar. Und ich muss vorerst meine Freunde, die Pumpkin-Typis, nicht wiedersehen. Denn, ja, meine Hassgegner in Uncharted sind einfach die Schrotflinten-Typen. Danach kommen, glaube ich, die mit den Raketenwerfern. Die sind genauso lästig. Die Sniper-Typen waren jetzt nicht so extrem. Es gab, glaube ich, noch einen Uncharted-Teil, da fand ich sie ja, sehr, sehr lästig. Ich weiß nicht, ob der zweite oder der erste war. Ja, die Charaktere sind ziemlich gut umgesetzt. Wie gesagt, das ganze Spiel ist wie ein großer Abenteuerfilm aufgebaut, der letztendlich sein Happy End bekommen hat. Die Bösen gehen mit ihrem, ja, wie sie dachten, Schatz unter. Und das Gute gewinnt am Ende. Dann gab es noch kleine Random-Schufte, wie halt den komischen Piratentypen da, den wir besiegt haben, der mit seinem Schiff dann unterging. In einer selbstmörderischen Aktion. Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, gegen die Typen auch kämpfen zu können, aber anscheinend war das diesmal nicht drin. Die Gegner-KI war auch teils ziemlich dreist gewesen, aber jetzt kommt schon, Wii-Controller reißt sie zusammen die paar Minuten. PSI-Controller reißt sie zusammen die paar Minuten. Eieieiei. Wie gesagt, die KI war schon teils ziemlich dreist, aber nicht so dreist, dass ich sagen würde, oh mein Gott, die sind so krass drauf. Die sind sogar ziemlich schlau drauf, teilweise muss ich sagen. Die sind echt sogar teils ziemlich schlau. Ja, im Großen und Ganzen hat mir die Reihe ziemlich viel Spaß gemacht und ich kann sie wirklich jedem PS3-Spieler nur empfehlen. Sie macht wirklich Bock. Das kann man nicht anders sagen. Sie macht wirklich Bock. Grandioses Spiel. Grandiose Reihe. Anders kann man das nicht sagen. Das sagen auch die Amazon-Rezensionen. Ja. Viel mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, weil die Credits sind ja wieder mal ziemlich lang. Ich werde es aber als einen Part belassen. Ich werde das nicht irgendwie auseinanderschneiden. Ich lasse das als einen finalen Part. Dann sind halt die Credits ziemlich, ziemlich lang. Aber naja, kann man nichts machen. Dann können wir ein letztes Mal diese wundervolle Musik genießen. Gerade die Bilder auch ziemlich cool. Flugfeld und die ganzen Artworks. Echt geil gemacht. Jetzt kommen die ganzen Tester. Jetzt das Team. Heat Network, Test Ninja, Test Ninja, Hotmail. Ach, Online-Support und so weiter. Man kann das Game by the way auch zu zweit spielen. Es gibt einen Koop-Modus. Fand ich auch ziemlich cool. Auch wenn ich jetzt nur den Singleplayer-Modus gezeigt habe. Ja gut, ich meine, Koop-Modus wird das gleiche sein.
Was noch ziemlich geil gewesen wäre, hätte es jetzt so DLCs für Uncharted noch gegeben. Aber da ist mir bis jetzt keins bekannt. Wahrscheinlich gibt's da auch keins von. Ja. Und die Credits sind anscheinend so lang, dass sie jetzt schon gesagt haben, dass jetzt keine Musik mehr reinpasst. Uiuiui, wie viele Leute da gearbeitet haben an dem Spiel. Aber umso mehr merkt man das Ergebnis. Ich will jetzt bloß noch schauen, was man halt da bekommt, wenn die Credits vorbei sind. Ob es jetzt noch so einen Extra-Modus gibt oder sonst irgendwas. Werden wir gleich sehen. Sony America. Japan hatten wir gerade. Ah, ultra lange Credits. Ja. Leute, eigentlich könnt ihr auch vorspulen. Aber ich denke mal, außer den Credits wird jetzt kein weiteres Musikstück mehr auftauchen. Die Bilder wiederholen sich auch schon. Das letzte Mal, als ich so lange Credits hatte, war durch bei Far Cry. Und Mass Effect, glaube ich, auch. Latin America. Boah, wie viele sind das noch hier? Ach ja, mit der... Ach. Schon wieder... Ich sollte es echt mal verkabelt lassen, nächstes Mal, den Controller. Mit der Wüste, das fand ich ziemlich cool. Wie man die quasi cutscene-mäßig durchlaufen hat. Bis zum geht nicht mehr. Das fand ich auch ein ziemlich cooles Level. Auch das Flugzeug und so. Schon alles ziemlich cool. Ja, extra Special Thanks und so weiter. Automatisch speichern. Kommen jetzt wahrscheinlich zum Menü hin, oder? Wir kommen wieder zum Menü hin. Okay, Extras leitet deinen nur in das PlayStation Store. Ja, es gibt ein Blitzenpaket, Paket Heldenwaffen, Schurkenwaffen, Ingame-Heldenpaket, Schurkenflair, Indoor-Gegenstände, Heldenkopfdeckungspaket. Tierteile-Paket, Heldenflair-Effekt. Ja, anscheinend gibt's da keinen DLC, nur so ein, Mehrspielerzeugs. Bei Boni haben wir noch eine Galerie. Ja, also Galerie und so weiter, das sind alles so Sachen, die... Ja, können wir mal schauen, was wir jetzt gefunden haben. Aber Leute, der Part ist schon lang genug. Von daher würde ich sagen, wenn Interesse besteht, werde ich natürlich auch die Story,
die Galerie-Dingens, Bonus-Sachen noch irgendwann zeigen. Und ansonsten war's das von Uncharted 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao.